Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Karte im Mond. In Thüringen. Wir versuchen krampfhaft zu kalken. Klappt nicht so ganz. Weil der Kalkstreuer wissen, so was macht, was er nicht machen soll. Spazieren fahren. Hat gut angefangen und klappt trotzdem nicht. Wir erden noch auf Feld 38. Da blockt auch irgendwas. Den können wir jetzt auch wieder aktivieren, weil die beiden haben sich gestritten, die Drescherbeiden. Naja, gestritten haben sich nicht, aber die haben sich irgendwie über den Haufen gefahren oder wären kurz davor gewesen. Die ersten drei haben sie auch verdüst. Ja, die machen können auch gleich. So, wie anders bei 35%. Ich muss ja zumindest einen Hof zurückfahren und voll tanken. Wir brauchen aber beim zweiten Mal klappt. Also der Kurs ist ordentlich eingespeichert. Ich habe aktuell Kursplay-Version. Also wie schon öfter passiert. Vielleicht muss ich mir einen anderen Kalksteuer kaufen. Ob es daran liegt, ich weiß es nicht. Der ist eh ein bisschen klein. Können wir über den Acker fahren, aber ihn ja noch nicht da. Extra Platz gemacht, die anderen Traktoren weggenommen und dann hinten plappert nicht. Den anderen Kartsteuerkauf ist auch Quatsch jetzt. Naja, gut, Quatsch ist gut. Also, wir haben noch ein Feld zu machen, ne? Da wo wir gerade drauf sind. Aber das passiert nächste Woche. Denn heute ist schon Freitag. Also, hoffentlich kriegt ihr auch schön Wochenende. Aber erstmal ist Freitag. Wenn ihr die Folge schaut, habt ihr, denke ich, auch schon Wochenende. Ein schönes Wochenende. 1, 2, 3, 4, da stimmt irgendwas nicht. So viel dürfte da gar nicht sein. Ach so, es kann sein. Hin und zurück. Ne, normal hätten wir 2 sein dürfen. Da hingegangen. Also vom Kurs her passt das nicht. Das heißt, hier werden wir ganz kurz ja, löschen. Wir löschen das mal. Dann normalerweise muss das gespeichert sein, kalken. Wenn nicht, Kalk 48, 38, Kalkenfeld 60. Das dürfte gar nicht sein. Ach hier, ja, doch. Habe ich denn hier einen falschen Kurs gemacht? Könnte sein. Das ist mein Fehler. Sonnenblumen hier voll. Die Saudi. Ja, aber schnell nur. Naja, wie gesagt, das ist ja auch hier. Habe ich es auch gesagt? Den schnellen Schneidwerk. Transportmäßig ungünstig, aber. Und wenn er so beeilt, dass es nicht mehr so in die Quere kommt, ne? Dann müssen wir hier warten, weil er einfach so uns fährt. Also gehen wir kalt als Nebenbeiaufgabe an, die wir vielleicht noch schaffen können oder auch nicht. Eher nicht. Selbst wenn der Kurs vorhin verkehrt gewesen sein sollte, wäre nie da hinten gekommen. Ne?
Nach den Preisen schauen wir gleich. Wenn wir ein bisschen Geld brauchen, wollen wir verkaufen, ne? Sonnenblumen 1004, aber wie gesagt, das ist jetzt bald. Gerste und Weizen, das erholt sich langsam. Hafer haben wir nicht viel drin. So, 85%. Bin ich dran, ist 67. So, ich hätte auch einen Schredder-Kitsch leeren können. Hätte ich. Habe ich aber nicht. Aber läuft trotzdem. Zumachen. So, zurück vom Feld. Dann muss er da wieder anfangen, wo er aufgehört hat. Da müssen wir ihn hinbringen. Der hat getötete Scheiben. Im Dunkeln schlecht. Weit nur. Was für ein Rennfahrer hier. Ja, da wird LKW auch gestört normalerweise. Aber gut. Gut, das ist dann ungünstig. Das gebe ich gleich zu. Ja. Aber gekalkt werden muss es, das nutzt auch nichts. Verluste wollen wir uns nicht einfahren, nur weil wir nicht gekalkt haben, ne? Düngen müssen wir auch noch normalerweise. Das ist eins ganz gute Geschwindigkeit. Düngen können wir nachher alles schön, wenn wir nachher bei der Ernte durch sind. Nächste Woche! Beziehungsweise übernächste Woche. Nächste Woche. Pflegebereifung. Ja, der Kalkstreuer nicht. Aber da werden wir halt mal schauen, ob wir neue Geräte kriegen. Wenn wir so viel düngen müssen, dann müssen wir gleich mehr Geräte kaufen. Das ist auch nichts. Hier war irgendwo stehen geblieben. Ah, hier. Wer steckt den Verkehr fest? Das gibt's doch gar nicht. Gut, das klappt auch. Macht er wieder einen Streifen nicht? Rechts. Tja, dann werde ich wahrscheinlich mit einem anderen Drescher gleich anfangen müssen und nacharbeiten. Mit einem anderen Steinfeld. Warum ist der andere rechts gefahren? Das kann ich gar nicht anders vorstellen. Das geht nicht. Na, den vollkriegen, wenn er losfährt? Ja. Und tschüss. Schau mal, wo der anfährt. Ja.
Drohung. C. So, rechts. Vorne fährt er richtig, aber... Aber fährt er links, ne? Der fährt links. Das ist im Grunde richtig. Warum ist hier? Ja, das muss ich nicht verstehen. Aber wir haben gleich noch einen zweiten nehmen. Dritten, Entschuldigung, dritten. Nehmen wir das andere Schneidwerk hier. Das normale, das ist schon kaputt. Können wir die Reparatur gleich leisten hier, zeitlich aber nicht runter. Na, dann kommen wir rein hier ganz gut. Reparatur erfolgt. Das muss ich irgendwo geahnt haben. Aber ich habe schon gedacht, dass wir nächste Woche noch weitermachen müssen. Naja, 8 Hektar haben wir nicht schnell getan, ne? Aber ich weiß gar nicht, wieso man mal stehen lässt. Dann muss er der andere von einem überspringen. Da kommt schon wieder eine Runde angefahren hier. Das heißt, muss der nächste schon wieder Platz schaffen. Und warum fährt der jetzt auf der... schon wieder leer hoch? Und fährt er eigentlich richtig normalerweise rechts? Rechts, ja, passt so. Aber er springt immer eine Reihe. Ah! Er überspringt. Beim Hochfahren überspringt er was. Da muss man näher mal schauen. Einer von denen macht Mist.
Läuft aber leider nicht. Ne. Steckt im Verkehr fest und fährt gleich weiter. Also der fährt ja runter richtig. Aber hoch macht das Verkehr. Da muss ich gleich mal schauen. Aktiviert. Was liegt daran? Wir müssen aufpassen, wenn er losfährt. Ist auch recht voll. Aber denn, er sollte eigentlich Vorsprung haben, normalerweise. Egal was ich mache, ist verkehrt. Also den Augenblick, wenn Anne hochfährt. Und hier ist auch die aktiviert, okay. Ach, 200 Meter geht. Dann muss ich nicht eingreifen und müssen nach links fahren. Aber bringt ja auch keine Punkte. Der Seite. Ah, jetzt weiß ich. Jetzt hat der immer eine Reihe übersprungen. Ah ja, gut, jetzt stehen sie nicht im Wege. Auch gut. Der ist auch noch gut in Arbeit. Habe ich den Fehler gefunden? Den lag an mir. Wie immer. Fehlerquote Nummer 1 ist der Spieler. So, liebe Freunde, den brauchen wir nicht mehr starten. Dann seid mal heute Schüssel winke winke. Ciao, ciao. Eine normale Folge. Dann sehen wir uns, ja, in einer Woche wieder. Schüssel winke winke. Ciao, ciao. Ciao. Das sollte nicht wollen, ne?